Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eternal Legends Demon's Saga, Folge Nummer 2, die wir heute vor uns haben. Spielstand laden wir mal. Und in der letzten Folge sind wir ja durch das Intro gegangen und sind in unserer Heimatstadt gestartet. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das ist der Bürgermeister hier. Da haben wir noch nichts zu kammeln. Und haben ein bisschen die Lautstärke mal leiser gedreht. Weil beim letzten Mal war der Ingame-Sound doch ein bisschen laut. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal in Richtung Kalitz. Sollen wir in Richtung Kalitz? Ich glaube, ja, wir müssen in Richtung Kalitz. Dann tun wir das jetzt doch mal. Dann gehen wir mal diesen Weg hier lang. Da unten Blobs. Der greift uns direkt mal an. Und da sind wir bei unserem ersten Kampf. So, das heißt, wir können entweder manuell kämpfen oder wir setzen Autokampf ein. In dem Fall kann ich direkt mal die Beschwörungsformel herbeirufen. Das ist der Quasar Kotal. Mal gucken, ob der direkt alle drei Glubsches wegkriegt. So, Rena darf auch nochmal. So. Die ersten drei Gegner sind erledigt. Wir haben 21 Erfahrungspunkte bekommen und 60 Gil. Das ist die Währung hier in dem Spiel. Phil hat Level 2 erreicht. Und um unser Level zu steigern, das war gerade ein Ausrufezeichen. Die nächsten Glubschs, denen wir begegnen. Wir können die GF nicht unbegrenzt benutzen. Wir haben Magiepunkte, die wir dafür einsetzen. Wenn diese leer sind, dann können wir auch unsere Magie nicht mehr einsetzen. Dann müssen wir manuell kämpfen. So, die Quasar habe ich jetzt mal wieder zum zweiten Mal benutzt. Ja, das war's auch schon. Er erledigt die von alleine. Die zweite Schlacht gewonnen. Es ist halt wichtig, dass wir Erfahrungspunkte bekommen. So. Rena Level 3. Phil Level 3. Und wir gehen mal hier. Und uns begegnen wieder Glubsche. Das wird jetzt des Öfteren passieren, dass wir in Kämpfe verwickelt werden. Phil allerdings hat keine Magiepunkte mehr, Rena allerdings schon. Deswegen wird Phil jetzt eine normale Attacke benutzen auf den mittleren. Nee, scheiße. Ah, so. Und auf Wasser umsteigen. Mal gucken, ob das wenigstens einen Glubsch fernhält. Nicht unbedingt. Gut, Phil hat 4 verloren, Rena 3. Nicht unbedingt tragisch. Dann nutzen wir mal Autokampf. Der müsste jetzt eigentlich vorbei sein. Genauso schaut es aus. Keine Level gestiegen. Jetzt, wie gesagt, es wird so weitergehen. Wir gehen dann erstmal da runter, weil da können wir unsere Energie aufladen, indem wir regenerieren drücken. Zu diesem Holzfäller hier kommen wir später und wir begegnen wieder einem Glubsch, beziehungsweise 3. So, pass auf, wir müssen
um weiter fortschreiten zu können. Ach, habe ich den einen Glubsch nicht getroffen? Na gut, das wird jetzt der Quiser Code erledigen. Wie gesagt, jetzt passieren erstmal sehr viele Kämpfe, bis wir dann in Khalid ankommen. So, Phil hat eine neue Magie gelernt. Wunderbar. Jetzt wird es etwas, ein klein wenig minimalistisch romantisch. Ach ja. Ja, Phil hat es leider nicht verstanden, was Rena wollte. Oh, da kommt eine Fledermaus angedingelt. Das heißt, wir machen trotzdem erstmal unsere Energie wieder voll. Die haben wir ja gerade benutzt. Ist immer wichtig, dass man die Energie komplett auflädt. Wir können die, glaube ich, sogar auch steigern, wenn ich mich nicht irre. Aber dafür müssten wir Erfahrungspunkte haben. So. Ein Fledermäuschen. Hä? Hab ich gar nicht gesehen, dass das vorbeigeflogen ist. Naja, egal. So, wir gehen erstmal hier den Weg lang. Sind die Glubsches mal kurz ausgewichen. Da ist eine Truhe. Da ist was drin. Eine High Potion. Das ist doch schön. So, weiter durchs Waldgebiet. So, einmal drüber gesprungen über den See. Ja. Ha, herrlich. Wir müssen trotzdem unser Level steigern, weil wir gleich zu unserem ersten größeren Kampf kommen. Da können wir trotzdem zurückspringen. Wir müssen uns nämlich ein bisschen ranhalten. Was ist da besser, als 3 Fledermäuse zu besiegen? Fledermaus-Mama greift an. So. Wir kämpfen und zwar benutzen wir wieder unsere mystischen Attacken. Fledermaus-Mutter haben wir jetzt nicht getroffen. Der Quasar-Code. So, das war's doch schon. 94 Gil. Phil hat Level 5, Rena hat Level 5. Wie gesagt, wir müssen mal unser Level steigern. So ein wenig. Hilft auf jeden Fall. GF können wir schon wieder den Quiser benutzen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu lame, diese ganzen Kämpfe. Anfangs ist das Spiel nicht so recht interessant. Es wird aber interessanter, mit allergrößter Sicherheit. Das verspreche ich euch. Das ist ein Versprechen, was ich gerne abgebe, was aber auch wirklich stimmt. So. Kämpfen jetzt erstmal ein bisschen. Und Phil benutzt sein Schwert, warum auch immer. Der Glubsch wollte wohl nicht. Ja, das können wir doch locker mit einer Attacke.
Das können wir doch locker mit einer Attacke wettmachen, oder? Das war Nummer 1, Nummer 2 und nicht erledigt. Und der ist weg. Feiglinge! Feiglinge! Dadurch kriege ich weniger Erfahrungspunkte, wenn ihr flüchtet. Ihr seid doch, ihr mögt mich doch gar nicht. Normalerweise greifen die mich immer an. Normalerweise greifen die mich immer an. Die flüchten hier. Du musst den Gegner ja sogar entgegengehen, damit du gegen die kämpfen kannst. Das sind ja schräge Vögel. So, noch eine GF. Ah, shit. Geht nicht. Gut, machen wir anders. Wir nehmen den hier und dann nehmen wir den hier. Der sollte weg sein. Oh, das sind doch Feiglinge. Was ist denn hier los? Menno. Bin ich denen wohl zu stark? Scheinbar. Sonst hätten sie uns angegriffen. So wie die Fledermaus jetzt. Ich glaube, die hauen nicht ab. Ja, Gegner halt. Das finde ich nicht nett. Wir gehen eh auf die Fledermausmutter drauf. Das hatte ich gerade ein bisschen falsch angehört. Na, egal. Zack. Gut, das haben wir nicht. Ich glaube, das Ding ist, dass die Fledermäuse uns vergiften können. So, dann hauen wir nochmal die Attacke raus. Und dafür ist sie jetzt durch Filzattacke gestorben. Ist auch gut. Ui, drei Stück sogar. Und Rena hat eine neue Attacke gelernt. Die Sonnenfinsternis. So, wir füllen unsere Energie wieder auf. Beide sind auf Level 6 hochgegangen. Und wir setzen unseren Weg fort. Wir haben uns gerade wieder regeneriert. Das heißt, unsere Lebenspunkte und unsere Magiepunkte müssten wieder gestiegen sein. Beziehungsweise müssten sich eigentlich aufgefüllt haben. So, wir gehen mal. Wir haben jetzt keinen Gegner mehr vor uns. Bin ich der Meinung. Genauso schaut's aus. Und schreiten fort. Das können wir mit dem Schwert durchhacken. Tsching. So, und dann gehen wir erst da lang oder gehen wir, kann man da überhaupt lang gehen? Nee, kann man nicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir nach oben. Wo uns wieder eine Fledermaus oder Fledermäuse erwarten. Macht aber rein gar nichts, weil gegen die wollen wir ja kämpfen. Wir wollen ja unsere Punkte auffüllen. Wir wollen ja unsere Pünktchen auffüllen. Oh, dreimal getroffen. Wunderbar. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ich denke, das war es auch. So ist es. So, Schlacht gewonnen. Wunderbar. Erfahrungspunkte 94 Gil eingesammelt. Und etwas zum Heilen. So, Frage ist jetzt, gehen wir nach oben oder gehen wir nach rechts? Wir gehen erstmal nach rechts. Da sind Gegner. Das ist schön. Siehst du, da kommen sie auch wieder zu uns. Das ist schön, dass Gegner kommen. Da können wir unsere Erfahrungspunkte wieder steigern. Sehr, sehr schön. So, wir benutzen den Quasar. Hier benutzen wir... ja, wir müssen ja eh Wasser benutzen. Gut, das dürfte es eigentlich schon
gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass die Attacke des Quetzalcoatls überleben. Ja, und das sind diesmal keine Feiglinge. Das, daran kann man sich mal ein Beispiel nehmen. So, Rena hat Level 7 erreicht. Und da kommen die Nächsten. Da sind die Nächsten. So, dann machen wir doch nochmal hier den Quieser und das Wasser. Die Attacken, die werden auch mit der Zeit stärker, sobald man mehr Erfahrungspunkte gesammelt hat. Werdet ihr alles noch sehen? Kommt alles noch? Wir sind ja gerade mal in den Startlöchern von diesem Let's Play. Wenn es jetzt wirklich ein bisschen, sich ein bisschen zieht, dann tut mir das leid. Aber das ist halt das Spiel. So, also, nächste, Fledermaus. Okay. Interessant. Die greift uns gar nicht an. Oh, doch jetzt. Sind sogar nur zwei Fledermäuse ohne Fledermaus-Mama. Ja, das geht doch mit einer normalen Attacke, oder? Ich glaube sogar, das klappt sogar mit einer normalen Attacke. Ah, wir benutzen mal Wasser. Die dürfte weg sein. Rena hat einen HP verloren. Überhaupt nicht tragisch. So, die haben wir auch erledigt. So, 40 Erfahrungspunkte gesammelt. Das sind drei Kisten. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Was wir jetzt allerdings machen, wir gehen uns nochmal regenerieren. Weil da, wo wir jetzt gleich hinkommen, da müssen wir hin. Und danach folgt auch schon der erste große, etwas größere Kampf, sagen wir mal so. So, kurz mal wieder den weiten Weg zurück. Wenn man das Spiel erfolgreich gestalten will, dann sollte man auch alles Mögliche versuchen, um am Leben zu bleiben. Weil sterben wollen wir ja nicht, ne? Kurz mal regenerieren. Und wieder zurück zum Ort des Geschehens. Wieder zurück zum Ort des Geschehens. Das ganze Spiel erinnert so ein kleines bisschen von der Spielweise her an Secret of Mana. Also meine Einschätzung jetzt. Was eure Einschätzung ist, das könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. So, wir gehen jetzt hier lang und wir müssen zu einem Baum. Und da gehen wir jetzt hin. Habe ich gedacht. Falscher Weg. Hoppla. Wir müssen doch die Treppe hoch. Wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Aber, ja, das war uns schon bewusst. So, wir haben das lange nicht mehr gespielt, aber wir kommen jetzt erstmal wieder zu Gegnern. Erstmal holen wir das Ding kaputt.
Wir können auch in die Höhle da rein. Ich weiß aber nicht, was wir da sollen, weil, gut. Wir wollen ja quasi alles erkunden. Ja, komm, benutzen wir den. Mit den dreien dürfte es jetzt schon vorbei sein. Gar keine Chance, irgendwie auszuweichen, ganz klar. So, kein Level gestiegen. Kein Level gestiegen. Ich glaube, wir nehmen die Fledermaus ja auch noch mit. Und dann gehen wir uns noch einmal regenerieren. Würde ich sagen. Weil wir ja mit vollen Kräften antreten wollen. So, das war schon mal die nächste Schlacht. Rena Level 8. Die Steinschleuder hat sie erlernt. Das werte Mädel. So, der kann gerne auch zu uns kommen. Dann haben wir nämlich auch alle Gegner auf dem Weg erledigt. Stärker werden können wir nicht. Stärker werden können wir dann nicht mehr. Wenn wir dann alle auf dem Weg erledigt haben. So, dann nutzen wir die Steinschleuder hier. Geht nur auf einen. Na gut, dann nehmen wir das Wasser. Also ich glaube, dass wir alle Gegner auf dem Weg erledigt haben. Zumal Phil gerade Level 8 erreicht hat. Ah, guck mal, da oben können wir uns regenerieren, glaube ich sogar schon. Wir regenerieren uns erstmal. Dann machen wir einen kurzen Zwischenspeicher. Und schreiten vor. Die Musik hat sich geändert, das heißt, es passiert hier jetzt irgendwas. Guter Kampf. Ah, da das Wort Handschuhe ist markiert, die kriegen wir später auch noch. Schwere Steine liegen meistens in Kalksteingebirgen. Da sind wir noch nicht. Solche Handschuhe werden wir uns mit Sicherheit später zulegen müssen, um auf dem Weg fortzuschreiten. Aber erstmal schieben wir die hier weg. Geht ganz leicht. Und da ist der Baum, von dem ich eben sprach. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mit Phil und Rena. Was führt euch hierher? Die drei magischen Blätter mal von einem Baum ausleihen. Ich weiß nicht wirklich, ob ihr die zurückhaben will, aber okay, kann man mal machen. Bürgermeister Frey hat das gesagt. Wenn der das sagt, dann wird das wohl stimmen. Ist ihm ein Begriff. Bürgermeister Frey ist ihm ein Begriff.
So, wir haben jetzt die magischen Blätter erhalten. Das heißt, wir gehen aber trotzdem nochmal zwischenspeichern. Und uns erwartet gleich ein Kampf. Vorher allerdings werde ich diese Folge des Let's Plays beenden. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns wieder in Folge Nummer 3. Bis später, euer Cat of Sky.